Wir sehen die Bundestagswahl im nächsten Herbst als Zäsur für die weitere politische Entwicklung in Deutschland. Geht es so weiter mit der sozialen Spaltung, mit der Verwaltung des Status quo, dann werden mehr und mehr Menschen in Resignation und Hoffnungslosigkeit abgedrängt. Oder schaffen wir es, einen politischen Wechsel herbeizuführen, in dem soziale Gerechtigkeit, friedliche Außenpolitik, gerechte Verteilung des Reichtums und Vermögens im Vordergrund stellt und gelingt es uns, einen Aufbruch herzustellen für eine bessere Gesellschaft und den Menschen Hoffnung zu vermitteln? Ich glaube, die Frage, dass Aufbruch vorherrscht und nicht Resignation und Hoffnung, wird auch darüber entscheiden, ob die rechten, rechtspopulistischen Kräften weiter Auftrieb haben werden oder nicht. Wir hoffen doch stark, dass, wenn die Menschen mit uns eine Verbesserung ihrer gesellschaftlichen Lage, ihrer sozialen Lage verbinden, dass dann gelingt, die rechten Kräfte zurückzudrängen. Wir begreifen aber die Erstellung eines Wahlprogrammes als ein wirkliches Mitmachangebot an die Menschen, die mit uns zusammen einen Bruch mit der neoliberalen Politik der letzten 25 Jahre herbeiführen wollen. Deswegen unterscheiden wir uns nicht nur inhaltlich von den anderen Parteien, sondern wir entscheiden uns auch im Umgang und in den Methoden. Wir wollen unser Wahlprogramm unter breiter Beteiligung aller der Menschen erstellen, die in der Tat eine bessere Gesellschaft haben wollen. Und deswegen unterbreiten wir vielfache Angebote zum Mitdiskutieren, Mitmachen und sich einbringen. Wir betrachten es eigentlich als eine Selbstverständlichkeit, dass die Menschen sagen, wo drückt unser Schuh und was wollen wir von euch als Linke in eurem Wahlprogramm haben. Deswegen beginnen wir bereits Ende Oktober mit den ersten Veranstaltungen in verschiedenen Regionen unter dem Motto: Was muss drin sein? Dort werden quasi Zuhörveranstaltungen organisiert in Frankfurt, in Leipzig und in Duisburg. Die erste Veranstaltung ist bereits am 29. Oktober mit Katja Kipping. Die anderen Veranstaltungen werden wir zum Teil zusammen machen oder ich dann als weiterer Parteivorsitzender. Dort wollen wir von den Menschen hören, wo drückt euch der Schuh? Was soll geändert werden? Was sind die Alltagssorgen, mit denen wir uns rumschlagen? Und diese Alltagssorgen wollen wir ernst nehmen und in unser Programm reinbringen. Wir warten aber nicht nur, bis die Menschen zu uns kommen, sondern bereits jetzt gehen wir von Tür zu Tür. Wir haben in den letzten Wochen praktisch in Pilotprojekten über 3.000 Hausbesuche gemacht. Dort wollen wir von den Menschen wissen, was bewegt euch, was gefällt uns nicht in dieser Gesellschaft, was verbinden wir mit euch, was erwarten wir von der Linken. Diese Haustürbesuche wollen wir im Übrigen als festen Bestandteil in unseren Hochburgen, in den Stadtteilen und in den Wohnorten, wo, sagen wir mal, die Menschen nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens gebettet sind, aktiv durchführen. Und zwar nicht als billiger Wahlkampfeffekt, sondern als tatsächliches Element, die Menschen zu mobilisieren und ihnen vor allen Dingen auch zuzuhören. Natürlich werden wir auch in die Partei hinein verschiedene Regionalversammlungen machen, wo wir die Position der Mitglieder abfragen und unter breiter Beteiligung der Mitglieder unser Wahlprogramm formulieren. Wie gesagt, einen ersten Aufschlag wird es im Dezember geben. Die Vorsitzenden werden ihren Vorschlag für das Wahlprogramm Anfang Januar vorlegen. Und letzten Endes mündet es dann in einen Parteitag Anfang Juni. Dort wird dieses Bundestagswahlprogramm dann verabschiedet. Wie gesagt, wir wollen den Menschen vermitteln, gesellschaftliche Änderungen, einen sozialen Aufbruch können wir als Partei nicht alleine machen. Da braucht es schon die vielen Menschen, die auch ein Interesse dran haben. Und wir werden da unter dem Motto werben: Ohne dich geht's nicht. Das zweite Thema, das ich ansprechen will, ist CETA. Ich glaube, die Europäische Union und auch die deutsche Bundesregierung haben den Widerstand gegen CETA unterschätzt, insbesondere auch den Widerstand
der belgischen Wallonie gegen Sittard unterschätzt. Jetzt erleben wir auch, dass die Region Brüssel-Hauptstadt ihr Veto eingelegt hat. Also es ist noch lange nicht zu Ende. Ich glaube, der Spin, dass hier eine kleine Region mit wenigen Einwohnern etwas blockiert, für das 500 Millionen Menschen in Europa stehen, ist ganz falsch. Auch in Deutschland ist wahrscheinlich eine Mehrheit der Bevölkerung gegen diese Art von Freihandelsabkommen, die Arbeitnehmerschutzrechte und Verbraucherschutzrechte unterhöhlen und insbesondere die Demokratie aushöhlen. Also wir hätten eher erwartet, dass die Bundesregierung nicht willfährig versucht, dieses Freihandelsabkommen mit Kanada durchzudrücken, das ja auch eine Blaupause für TTIP ist, sondern dass sie den millionenfachen Protest, immerhin sind Hunderttausende von Menschen allein in Deutschland auf die Straße gegangen, dass sie also diesen millionenhaften Protest in der ganzen Europäischen Union für ernst nimmt und ebenfalls ihr Veto zu diesem Freihandelsabkommen einlegt. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Aufgabe der Regierungen und der EU-Institutionen nicht darin besteht, Abkommen durchzuwinken, die im Interesse von wenigen Großkonzernen durchgesetzt werden sollen, sondern dass die Aufgabe darin ist, die Lebensinteressen der Millionen Menschen in der Europäischen Union zu schützen. Dieser Aufgabe kommt diese Bundesregierung definitiv nicht nach. Ich möchte zu zwei sozialpolitischen Themen Stellung beziehen, aus aktuellem Anlass. Zum einen zu den ersten Berichten über den Armuts- und Reichtumsbericht mit dem Schwerpunkt Kinderarmut und zum zweiten zu der Meldung, dass es jetzt verstärkt Bußgelder geben soll an SGB-II-Leistungsbeziehende, sprich den Schwerpunkt Hartz IV. Nun sind die ersten Meldungen über den Armuts- und Reichtumsbericht erschienen und da gibt es einen Schwerpunkt zum Thema Kinderarmut und an das Haus von Andrea Nahles versucht sich hier feinsinnige Unterscheidungen in der Armutsdefinition einzuführen, die dann wundersamerweise zu dem Ergebnis kommen, dass ja von ganz wirklicher, ganz schlimmer Armut nur 5% betroffen werden und da muss ich sagen, hier setzt sich ein Trend fort. Andrea Nahles, die Sozialministerin, versucht, das Problem Armut vor allen Dingen mit Kleinrechnen und Kleinreden und Schönreden zu bearbeiten. Wir meinen, das ist genau der falsche Weg. Denn Fakt ist, der Armutsbegriff steht bewusst in einem Verhältnis zu dem, was gesellschaftlicher Standard ist. Und ich finde, das ist auch offensichtlich bei Kinderarmut, dass man das nicht abstrakt betrachten kann, sondern wenn in einer Gesellschaft keine Schulklasse auf eine Klassenfahrt fährt, ist es auch nicht schlimm, wenn sich ein Kind eine Klassenfahrt nicht leisten kann. Oder wenn sozusagen in Zeiten, wo kaum Kinder Schuhe hatten, sondern eher Fußlappen gab, dann ist es nicht schlimm, wenn sich ein Kind nicht ein paar Turnschuhe leisten kann. Aber in einer Zeit, wo sozusagen alle sich Turnschuhe leisten können, wo die Klassenfahrt zum Standard gehört, dann bedeutet eben Armut auch, wenn Kinder sich so etwas nicht leisten können, weil es einhergeht mit einer Ausgrenzung. Und deswegen sagen wir, der Armutsbegriff ist bewusst ein relativer, nämlich orientiert an dem, was gesellschaftlicher Standard ist. Und Fakt ist, in Deutschland leben 19,6% aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in Armut und sozialer Ausgrenzung. Das ist eine Zahl, die das Statistische Bundesamt im Rahmen der Europäischen Vergleichsstudie ermittelt hat. Also kurzum, ein Fünftel aller unter 18-Jährigen lebt in Armut und sozialer Ausgrenzung. Und dagegen hilft kein Schönreden, dagegen braucht es politische Maßnahmen, Maßnahmen wie eine Kindergrundsicherung für alle Kinder und Jugendlichen. Zum Thema Bußgeldbescheide. Dieses Problem ist uns schon länger bekannt. Ich hatte auch vor einigen Monaten dazu eine Anfrage gestellt. Nun soll diese Praxis auch noch verschärft werden. Meine Anfrage hatte ergeben, dass im Jahr 2015 17.913 Bußgeldbescheide verhängt wurden. Und wir meinen, mit dieser Praxis soll vor allen Dingen eins bewirkt werden. Es soll auch in gewisser Art und Weise die Wehrhaftigkeit von Leistungsberechtigten geschwächt werden. Denn was ich höre an Berichten aus der Praxis, wird zum Beispiel mit Bußgeldbescheiden reagiert, wenn Menschen Widerspruch einlegen oder sich beschweren. Und das ist für uns ein schlimmer Vorgang. Das Schäbige daran ist vor allen Dingen, wie hier mit zweierlei Maß in dieser Gesellschaft
vorgegangen wird. Bei denjenigen, die wenig bis gar nichts haben, außer ihren Schulden, also bei den Menschen, die auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind, da schaut man mit unglaublicher Akribie, wo man ihnen noch was wegnehmen kann und wo man ihnen noch ein Vergehen nachweisen kann, dass sie draufzahlen müssen. Währenddessen den Führungsetagen in Banken und Wirtschaft ganz offensichtlich andere Standards gelten. Da gibt es Millionen Boni und das ohne, dass man persönlich für Fehler haften muss. Und hier sagen wir als Linke, mit diesen doppelten Standards muss Schluss sein. Und deswegen lautet meine Empfehlung an die Spitze der Bundesagentur wie folgt: Hören Sie auf, diejenigen, die wenig haben, diejenigen, die auf Hartz IV angewiesen sind, weiter zu schikanieren mit Bußgeldern und Sanktionen, sondern konzentrieren Sie lieber die Arbeitszeit und die Arbeitskräfte darauf, den Menschen bei der Suche nach Arbeit zu helfen. Vielen Dank.